Schütze. Dich Hurensohn, denn du trägst bei ungelogen 40 Grad deine Mütze. Wenn man deinen Rap hört, hat man keinen Plan, was man schreiben soll. Ich hätte fast nicht eingereicht, doch gut, dass du nicht weiterkommst. Du peinliches Etwas bist, hast du Scheiße wie Bulldog. Nur dass du uninteressant bist und der lustige Hooks macht. Nach der Runde strikst du Jules wegen der Hassrede. Doch bei deinem Rap fragt man sich, wieso möchtest du überhaupt antreten? Ja, warum? Du ziehst deine Mütze an und tost dann auf die Extrapunkte. Doch du machst nur Hello Kitty Shit mit deiner Beta-Gruppe. Lebenslang bist du nur ein ekelhafter Mensch. Aber gut, dass man dich höchstens auf der Reeperbahn erkennt. Du wirst ins Arschloch gefickt, also dann laber doch nicht. Du bist nicht mehr als ein Zerecker Alligator-Verschnitt. Und die Ukulele zeigt, du bist ein peinlicher Spinner. Mach deine Runde mit Gesang und bring Cry Me a River. Willkommen aus der Hofkastelle, nicht auf die Letzte, in die Runde melde. Du hast die Runde gewählt, seit der Schwung gewählt, die dich drunter lehnt. Fick nicht mit Tran und Karius. Fick nicht mit Tran und Karius. Fick nicht mit Tran und Karius. Fick nicht mit Tran. Eins ist allen aufgefallen, hast du mal ohne Klaus gerappt. Es kommt nicht eine Schippe drauf, sondern eine ganze Schaufel weg. Ich glaub, dass auf dem Friedhof arbeiten echt hart ist. Doch ich hab nen Vorschlag, geh doch mit und vergrab dich. Gegner Witze kotzt, allein zitieren hat dein Text nicht. Yeah, frag dich selbst, was dein Rap ist. Das sind dort spruchlose Wiederholungen wie Kinderlieder. Ich meine, du kannst kein Double Time, aber versuch's es immer wieder. Wir bringen dich um und es wird nie wieder nen Part geben. Oder ich mach den SJW, Strike für Hassrede. Alle nennen dich Full Bitch, aber das stimmt. Ich meine, du nennst dich wirklich Schabernacking. Und die rosa Mütze, du sagst nur, das ist nicht meine. Und sind wir ehrlich, bist du nur Lakris in Scheiße. Gronn und ich legen uns beide eine Keterlein. Und die Projangos schlagen dir einfach deinen Schädel ein. Willkommen aus der Hofkastelle, ist nicht auch du jetzt in die Runde melde. Du hast die Runde werden, seit der Sprung gewerde, die dich drunter lehren. Fick nicht mit dran, und Karius. So, ey, kann froh sein, dass ich keine Frauen schlage, sonst hätte ich euch... Ach, du bist auch eine Frau, Alter, so wie du rumläufst mit deinen komischen Haaren und sowas. Immer wieder tust du die Färben und sowas. Richtige Schwuchtel bist du. Richtige Drecksschwuchtel, Alter. Du kriegst auf die Fresse. Auf jeden Fall, wir laufen uns über den Weg. Hundertprozentig.